These are symbols for each transport company. If we match them up, we can narrow down the list. Also, wollen wir das irgendwie zusammenfügen? So, Silver Star. Lightning Express. Bullet Express. Hermes mit den Federschuhen. So. She can't catch a daytime departure at this hour. Let's eliminate those first. So. Daytime Department. Also. Wie kann ich die eliminieren? Ach. Die Sonnen soll ich wegmachen. Ja, fick. Das ist nur eine Sonne. Eine Sonne. Da. All right, so the company Silver Star. Let's check tonight's nightly departures. Silver Star. Only two of these cities have transatlantic ports, but which ones? Hafen. So, New York oder Savannah? Okay, was bist du? Train schedule. We're down to two platforms, but there's no time. I'll take number five, you go to one. Hurry! Auch eine gute Lösung. Wir sind zu zweit. Den Magneten bewegen. Lampe. So, rote Lampe. Zug bleibt stehen. Oh oh. Ach komm. So soll das sagen sie alle. She invited me over last night. She wanted out, but I didn't, so we argued. And then she slipped. It was an accident, I swear. Bestimmt. So, ich kann mit dir reden. Nein, kann ich nicht. Another step and I'll jump out.
Das ist zu kompliziert. Handbremse. Notbremse natürlich, nicht Handbremse. Du undankbares Girl! Detective, thank you for finding Marion. I'm sorry about the trouble she caused you. We'll pay you extra. Thanks to you, our daughter is alive. So, das war's schon. Ja, war nicht besonders lang. Dawn's Macabre, Deadly Deception von Big Fish Games und iPix. Ja, aber es hat mir eigentlich recht gut gefallen. Es war kurz, es war knackig, es war grafisch gut gemacht. Es waren, die Story war jetzt nicht so mysteriös, bla, blub, sondern eigentlich so richtig. Eine klassische Detektivgeschichte ist mir viel lieber wie irgendwelche Hexen, Flüche, komische, verzauberte Häuser, was weiß ich. Lass mal noch den Abspann durchlaufen. Ganz witzig finden, sondern dazu die Beschreibung sozusagen der Berufe. Das finde ich echt ganz witzig. Es gibt so viele Game Designer, für was denn, um Gottes Willen? Wollen wir doch nicht 30 Game Designer für so ein Spiel? Aber wahrscheinlich haben sie einfach alle aufgezählt in ihrer Firma, weil sie sich immer wieder gegenseitig beklauen. Keine Ahnung. So. Das sind die Sprecher, glaube ich, nehme ich an. Ja, also der Abspann ist echt lang. Dafür, dass das letzte Spiel, das ich durchgespielt habe, war Mecha Naika Nika. Da waren ziemlich genau 4 Leute direkt genannt. Und das war's dann vom Abspann her. Da sieht dieses Spiel natürlich etwas anders aus. Oh, komm. Lassen wir das noch schnell durchlaufen. Juhu, special thanks. So, das war's nun endgültig. Ja, das war mal wieder ein Wimmelbild-Spiel. Ich werde jetzt nach und nach meine Spiele aus dem Big Fish-Account, den ich habe, noch durchgehen und eins nach dem anderen runterzocken. Ich werde wahrscheinlich nicht alle aufnehmen, aber hin und wieder sicher eins, ob ich alles veröffentliche. Naja, das sind so schöne Filler-Videos. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat,
Dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.